Konfuzius sagt, ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ist ein verlorener Tag. Kommt ein Tourist auf einen Bauernhof. Er schaut sehr interessiert, bis er drei Löcher im Stall entdeckt. Ein kleines, ein etwas größeres und ein noch größeres. Da fragt er den Bauern: Herr Bauer, ich hab da im Stall drei Löcher entdeckt. Wofür sind denn die da? Der Bauer grinst, zwinkert mit dem rechten Auge und meint: Ach, wissen Sie, wir sind hier auf dem Lande doch recht abgeschieden. Und die drei Löcher brauche ich, wenn ich mal Lust auf Sex habe. Das findet der Tourist natürlich äußerst spannend und er fragt weiter: Ja, aber warum drei Löcher und was befindet sich dahinter? Da hält der Bauer seine Hand schräg vor den Mund und flüstert: Psst, wenn Sie neugierig sind, dann probieren Sie es doch einfach mal aus. Sie werden es sicher nicht bereuen. Und so kommt es, dass der Tourist zum ersten kleineren Loch geht und seinen Penis hineinschiebt. Bereits nach kurzer Zeit beginnt er zu stöhnen. Oh, oh, ja, ja, oh, boah, oh, das ist ja echt super. Und nach einiger Zeit wechselt er zum mittleren Loch. Auch dort versenkt er sein Glied und beginnt nach kurzer Zeit noch heftiger zu stöhnen. Oh, 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 das geht ja echt voll gut ab. Absolute Sahne. Und nach einigen Minuten wechselt er zum großen Loch und steckt auch dort sein Teil hinein. Dieses Mal stöhnt er so laut, dass es schon fast weh tut und er zu schreien beginnt. Und es dauert auch nicht lange und der Mann fällt bewusstlos um. Als er wieder zu sich kommt, fragt er den Landwirt: Ja, sagen Sie mal, das war ja echt der Wahnsinn. Aber nun verraten Sie mir mal, was sich hinter den drei Löchern befindet. Darauf antwortet der Bauer: Hinter dem kleinen Loch ist der Stall von unserer Ziege. Hinter dem mittleren Loch ist meine Magd. Und hinter dem großen Loch ist unsere Ziegenmelkmaschine. Und ich kann Ihnen sagen, unter 2 Liter schaltet die nicht ab. Konfuzius sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöhen deine gute Laune um mindestens 400%.